Ich glaube, es dauert noch eine Weile. Oh, das macht nichts. Betätigen Sie den Anlasser. Wo ist er? Unter dem Armaturenbrett, die zwei Drähte. So, und jetzt geben Sie Gas. Ja, ja, geben Sie Gas. Okay, okay, okay. Das war's. Das soll doch keine Anmache sein, Madame, oder? Okay, das wollte ich nur klarstellen. Wollen Sie nach L.A.? Ja. Ich heiße Turner Kendall. Vivica, sehen Sie viel fern? Nein, nicht so oft. Ich habe einen losen Absatz. Ein Brikett im Caddy. Hat einen auf die Hörner genommen. Ein Brikett im Caddy? Ist das nicht eine Schuhnummer zu groß? Ich wünschte, ich hätte eine Caddy-Vertretung im Negerviertel. Die Schwarzen, die geben für ihre Automobile eine Menge Kohle aus. Auch für die Kleidung ihrer Kinder. Was sind Sie, ein Drücker vom Warentest? Das Auto eines Menschen sagt viel über dessen Charakter aus. Das ist richtig. Das hier ist eine Kapitalanlage. Eine Kapitalanlage? Ja, ich möble Ihnen ein bisschen auf. Ihre Böcke würden sich die Schädel einschlagen, um an so ein Fahrzeug zu kommen. Eine Böcke? Das ist ein Oldie, der hat Heckflossen. Alles aus den 50ern, ein GM oder Chrysler. Böcke, sowas sagen Sie nicht. Nein. Ah, oh, Sie haben gute Manieren, ne? Ich fahre Ecke Dritte und Garland. Das ist okay. Aber ich bringe Sie gern dahin, wo Sie wollen. Setzen Sie mich bei einem Taxistand ab. Was immer Sie glücklich macht. Ein Taxi! Ein Taxi würde mich glücklich machen. Vielleicht liegt es auf meinem Weg, wo Sie hin müssen. Woher? Woher wollen Sie wissen, wo ich hin muss? Ich würde Sie gerne dahin bringen. Sie scheinen ja eine Menge Freizeit zu haben, Turner. Ich kümmere mich diese Woche nur um meinen Clan. Um sonst niemanden. Haben Sie Durst? Nein. Sie haben Erfahrung, ne? In mancher Hinsicht. Was haben Sie am Flughafen gemacht? Ach, ich habe meine Tochter abgesetzt. Sie waren ein paar Tage bei mir. Ihr Flugzeug ging um 12.30 Uhr, damit sie rechtzeitig zum Tutan wieder bei ihrer Mutter ist. 12.30 Uhr? Ich bin da noch ein bisschen hängen geblieben. Ich sehe es gern, die An- und Abflüge der Flugzeuge. Aber auf diesen modernen Flughäfen geht es zu wie auf einem Busbahnhof. Das habe ich lange nicht gehört. Was? Busbahnhof. Heute ist Feiertag. Vielleicht wollten Sie sehen, wie die Menschen sich auf Wiedersehen sagen. Ja, vielleicht. Manchmal sagen sie sich auch guten Tag.